Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Mittelschicht in Deutschland schrumpft, und das fortlaufend. Das für die Generation der Babyboomer über weite Strecken eingelöste Aufstiegsversprechen, Sie erinnern sich, Wohlstand für alle, ist für die heutige Jugend keine Selbstverständlichkeit mehr. Im Gegenteil, soziale Durchlässigkeit nimmt ab, die Jugend wächst auf in zunehmender Unsicherheit. Die klassische Festanstellung, das jahrzehntelange Dauerarbeitsverhältnis, die feste Bindung zwischen Betrieb und Angestelltem, ja, all das, was unsere soziale Marktwirtschaft über viele Jahrzehnte des Nachkriegsdeutschlands geprägt hat, Teilhabe und Sicherheit einer wachsenden Mittelschicht, all das steht zur Disposition. Der Wirtschaftspublizist Daniel Goffert nimmt bereits, Zitat, Abschied von einem deutschen Erfolgsmodell. Globalisierung und Digitalisierung fordern uns heraus. Gleichzeitig befinden wir uns seit Jahren im Dauerkrisenmodus. Von der Finanzkrise, Asylkrise, Corona-Krise bis zur Inflationskrise und immer häufiger Fachkräftekrise. Da wären wir wieder bei den Babyboomern. Im Handwerk zum Beispiel sind mehr als ein Drittel aller Beschäftigten über 50 Jahre alt. Ihr absehbares Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt lässt erahnen, von welchem Ausmaß wir hier sprechen. Schon jetzt treibt der Handwerkermangel die Kosten im dringend benötigten Wohnungsneubau, und auch ihre energetische Transformation erfolgt nicht durch schreiende Klimakleber, sondern durch ausgebildete Techniker. Der Fachkräftemangel geht quer durch alle Berufszweige. Es gibt zu wenig Nachwuchs. Laut Ausbildungsumfrage 2022 der Deutschen Industrie- und Handelskammer konnten fast die Hälfte aller Ausbildungsbetriebe nicht alle ihre angebotenen Ausbildungsplätze besetzen. Ein neuer Negativrekord. Die Zahl der Vertragsneuabschlüsse ging innerhalb von 10 Jahren über 17% zurück. Für die Zukunft unserer Jugend, wie auch für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes Nordrhein-Westfalen, müssen wir zusehen, dass wir die Fachkräftewende schaffen. Die Zahlen sind kein Geheimnis, und so kündigte die Landesregierung auch an, mit einem Antrag im Herbst eine umfangreiche Arbeits- und Fachkräfteoffensive zu initiieren. Doch ein entscheidender Faktor kommt in diesem reichlich unverbindlichen Antrag nicht zur Sprache. Das Defizit an Auszubildenden, das dem Fachkräftemangel vorausgeht, hängt entscheidend zusammen mit einer Überakademisierung, und hierfür trägt die Bildungspolitik eine klare Verantwortung. Lag die Quote der Studienberechtigten Anfang der 70er Jahre noch bei 15% pro Jahrgang, so liegt sie mittlerweile bei deutlich über 50%. Die Zahl der Auszubildenden entwickelte sich umgekehrt. Im Jahr 2020 gab es erstmals mehr Studienanfänger als Lehrlinge. Und bitte werfen Sie uns jetzt nicht gleich wieder vor, man würde ja das eine gegen das andere ausspielen, ich sehe es schon kommen. Ich bin selber ein Arbeiterkind, meine Eltern genossen beide keine höhere Bildung. Ich bin dankbar dafür, dass ich über die Realschule mein Abitur nachholen und ein Hochschulstudium absolvieren durfte. Wir waren kein Haushalt, in dem permanent darüber gesprochen wurde, wo man denn ein Praktikum machen könne und über welchen Berufszweig man sich denn mal informieren könne. Also dachte ich mir, wie die meisten meiner Klassenkameraden, erst mal Abi machen, dann studieren, Hauptsache irgendwas. Nur so kann man später mal Geld verdienen, ohne sich den Rücken krumm zu machen. Die Berufsausbildung galt ganz klar als untergeordnet. Wir wussten schlichtweg zu wenig über die tollen Chancen, die Aufstiegs- und vor allem die Verdienstmöglichkeiten, die sich einem bieten, von den Zukunftsperspektiven ganz abgesehen. Ich muss leider sagen, dass auch Lehrer ihren Teil zur Geringschätzung der Berufslehre beigetragen haben, gerade in der gymnasialen Oberstufe. Viele kamen mit falschen Erwartungen an die Universität. Die hohen Abbruchquoten bei rund einem Drittel der Studenten im Bachelor sprechen für sich. Häufig finden Studienabbrecher verspätet dann doch den Weg in die Berufsausbildung. Ein kostspieliger Umweg für hunderttausende junge Menschen, der mit einer rechtzeitigen Berufsorientierung und vor allem einem klar ausdifferenzierten Schulsystem nicht in diesem Ausmaß stattfinden würde. Denn auch das fehlt im Antrag von Schwarz-Grün. Das klare Bekenntnis zu mittleren Schulabschlüssen, zur Real- und auch zur Hauptschule. Damit einhergehend die Kritik an der Abiturinflation durch Leistungsabsenkung und Einheitsschule, die sich nicht nur dadurch auszeichnet, dass der Anteil der Abiturienten immer weiter zunimmt, sondern auch der Gesamtdurchschnitt aller Abiturnoten immer weiter nach oben steigt. Der Nordrhein-Westfälische Philologenverband befürchtet in einer Vergleichsstudie aus dem letzten Jahr eine Entwertung des Abiturs. Sehen Sie also diesen Antrag als notwendige Ergänzung mit konkreten Vorschlägen, mehr Informationsangebote, eine einwöchige Handwerksmesse, praxisnahe Potenzialanalysen,
mehr Praktika, Azubi-Wohnheime, bessere Bedingungen fürs Aufstiegs-BAföG und eine Meisterprämie, die sich nicht nur aufs Handwerk beschränkt. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Es braucht Aufklärung, Anreize und vor allem den politischen Willen, um die Fachkräftewende zu schaffen. Die AfD-Fraktion wird nicht nur mit diesem Antrag ihre Vorschläge machen. Vielen Dank.